Nee, Moment. Ja, ich war gerade im. Schnell. Jetzt. 3, 2, 1, go. Hallöchen, herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Ark Aberration. Heute mit der vollen Truppe mit Sindexa, Hippo, Matze. Servus. Hallo. Moin. Servus. Hallo. Und einem echt schicken Spino. Ich weiß gar nicht, ob der Eventfarben hat, ob das Segel. Ich glaube, das Segel ist Eventfarben, so rot wie das ist. Den versuchen wir gerade zu zähmen. Der Xar ist bei mir. Glaube ich, hoffe ja, ich. Ich sehe ihn nur nicht. Bist du hoch auf die Schlucht, auf die Klippe oder wie? Ich bin ein bisschen hoch, ja. Genau. Aber der spielt hier gerade schön am Fluss. Das heißt, ich kann hier in aller Ruhe ballern. Kann immer versuchen, außerhalb des Flusses da irgendwie zu beschäftigen. Ach, da bist du. Bin da. So, jetzt. Ich versuche mal hier einzukeilen. So. Ja, nee, ich hatte aber auch gerade schön Akku auf mir, also. Ja, das war nicht unbedingt herkommen müssen. Ja, man weiß es nicht, ne? Ballern sie. Ich versuche gegenzuheilen. Ja, ich baller schon. Boah, wie die reinhauen, ist Wahnsinn nach dem Buff. Ja, und ich habe hier zwei schöne Balbis. Und probiere jetzt den einen im Schlepptau irgendwie nach Hause zu bringen. Mit Follow. Mhm. Wird nicht funktionieren, oder? Bestimmt. Und Hippo und ich hier brüten. Ich geh mal kurz aus. Weg, mein Spino ist schon ziemlich hinüber. Ja. Eine Minute übrigens noch. Genau. Geht der dann nicht wieder auf dich? Oh, ich dachte, er würde dann auf dich Nein, gehen. Der schon, ich bringe wieder, bring wieder zu dir, bleib da stehen. Hast du noch Fleisch? Ja, hab ich. Na. Sonst im Dingeling, da liegt aber auch noch Fleisch. Aber er ist auch schon fast betäubt. Okay. Also braucht er nicht mehr. Na, dann ist gut. Ich bring gleich auch noch ein bisschen Fleisch aus dem mit, ne? Fluss ziehen. Ja, die ertrinken ja nicht, aber ist okay, ja. Nö, das nicht, aber wenn da dann irgendwie rein angeschissen kommt, also so, das recht. Etwas... Okay, ja, dann Moment, ich mach Platz, so, bitte. Dingeling ist aber auch ohne Ende. Mhm. Wo ist er jetzt hin? Ist er am Fliehen? Ja, das findet ja. Jetzt ist er am Fliehen. Warum ist das hier so am Leuchten? Was soll das? Das sind Zwillinge, Schätzelein. Ja, das siehst du richtig. Ja, das leuchtet, weil wir Alarm haben von den Parasauriern. Wir haben Alarmparas in der Basis stehen. Okay. Das ist deren neue Funktion. Schieß, klar. Schieß, ich hab ihn gut. Ja, ich schieß jetzt. Ja. 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 Sag ich. Gerade mal 3 Level mehr, ne? Ja, läuft. Hat sich voll gelohnt. Auch nur 150 oder was? Ja. Und ein Ei kommt noch. Ihr könnt ja auf die Werte nochmal achten. Vielleicht sind die ja dann viel besser. Vielleicht zählen wir einfach nochmal was hohes. Ja, wir sind ja gerade dabei. Ja, mach mal, hinne. Wir sind ja gerade dabei. Was hat denn der für ein Level? 116 ist der. Okay. Und halt. Oh, Scheiße, jetzt habe ich eine Krabbe. Nee, keine Krabbe. Eine Dödi aus Versehen überlaufen. Ah. Ist ja kacke hier. Nicht ins Wasser, Junge. Ja, lassen durchlaufen. Okay, andere Richtung hat er wieder. Boah. Versuchen rauszutreiben, also rechts oder links von ihm. Ja. Ich glaube, der hat Angst vor dir hauptsächlich. Alles greift da dran. Ja. Achso. Okay. Ja, ich mach mal kurz das Kroko weg zur Sicherheit. Weißt du, was schade ist, Hippo? Die sehen alle gleich aus. So, okay, jetzt schieß, ich hab ihn wieder. Ist das so? Ja, alles schlammbraun mit hellem Segel. Boah, das wird übel. Ja, guck. Ich hab nur 4000 Leben jetzt gehabt. Ja, zwischendrin. Dann müsste gleich umfallen eigentlich. Jetzt ist er wieder in Flucht und hängt da so ein bisschen hinterm Baum. So, was haben wir hier noch? 3 Minuten. Ach. Ja, jetzt ist er genau. Ja, Moment. So, jetzt haben wir ihn. Komm, schieß. Ich hab beide Balbis daheim. Oh, nein, jetzt nicht mehr. Scheiße. Super, Matze. Ja, ihr könnt nochmal aus Matzes Monster Fleisch pullen, ne? Super, Matze. Mhm. An die Wand treiben. Jawohl. So, jetzt schieß. Schieß. Schieß doch. Yes. rohes Fleisch da. Ah, herrlich. Matzes Monster.
Da müsste schießen. Jetzt haben wir geschießt. Jetzt ist er wirklich eingekeilt. Jetzt ist er wirklich eingekeilt. Jetzt kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Sehr schön. Jetzt kann ich auch sogar mal abtauchen dabei. Finde, da ist auch noch Prime Meat drin und so, ne? Trinkt das sich hier auch schon. Was ist drin? Prime Meat, wenn du das auch noch willst. Und Hammel. Kannst du mal gucken, wie viel er noch braucht? Ich weiß nicht, ob ich... Oh, er braucht nichts mehr. ist... Oh, scheiße, was habe ich denn jetzt? Oh, jetzt habe ich den Dödi an mir. Moment. Ja, dann weg. Ich hoffe, der hat nicht zugehauen. Nee, hat er noch nicht. Also mich hat er einmal getroffen, aber ich glaube, den anderen hat er dabei nicht erwischt. Jetzt der Futtertrupp aber voll. Gehst du dann zurück und holst Fleisch? Kann ich machen, ja. Ich kann, ich hol dann Dings Fleisch. Hammel. Ja, du überwachst ihn? Oh, ich pass auf. Alles klar. Die. Also Prime hätte ich genug, aber wir machen den schon richtig damit Hammel und ist noch besser. Jo, jo. Die beiden, die keiner will, die fressen jetzt schon aus dem Trog, ne? Mhm. Wie sehen denn die Werte von denen, die keiner will? Also bei denen ist ja schöner Spino-Nachwuchs bei Sinde und bei Hippo. Bei denen, die keiner will, was haben die denn für Werte im Vergleich zu denen, die jetzt gekommen sind? Also am Ende, ich meine, manchmal ist ja so, die haben einen kleineren Level, aber trotzdem bessere Werte. Ja, aber das kannst du ja erst noch prägend sagen. Die kriegen doch dann immer drauf. Nee, aber jetzt habt ihr ja die Grundwerte. Hm. Ja gut, also die wichtigste Werte ist dann vermutlich für dich. Also 518 Gewicht hat der eine. Am Leuchter. Spaß beiseite, wie sieht's aus? Ja, bitte. Also, 5510 Leben. Nahkampfschaden 261,1. Hier ist ein Alpha-Krabbexer auf dem Weg zurück. Ausdauer 1260. Ja, das hat er hier auch. Und die anderen hier, die größeren, 3,7 Leben. Das ist aber wenig. Also 3763, um genau zu sein. Und, ja, und die kleinen, die haben noch kein Imprinting selben bisher. Also das ist fast kein Unterschied zwischen den beiden, zwischen den neuen und den alten ungeliebten. Wieso, du hast doch gerade bei den kleinen, Alter. Nein, nein, also pass auf, nochmal. Die aus der ersten Züchtung quasi. Ja. So, da hat einer, 5510 Leben, 1260 Ausdauer. Ja, das meine ich doch gerade. 5510 Leben. Und die Sinde hat gerade vorgelesen, 3700 Leben bei den neuen, bei den höheren. Also ist da doch ein gewaltiger Unterschied. Und ja, das heißt also, Moment, den 3,7er, den Sinde vorgelesen hat, das ist aber der zweite von dem ungewollten Wurf. Ja, und? Ja, die sind ja unterschiedlich, waren ja keine Zwillinge, die zwei. Ach so. Genau. Wie dem auch sei. Weißt du nicht, es hat andere Vieh geschlüpft. Also ich muss sagen, die Werte von dem, den wir jetzt da hingelegt haben, sind gar nicht so übel. Ja? Also er hat jetzt... Hast du angenommen? Ja, habe ich. Gut. Na. Was ist das für einer? 152, er hat wow. 3500 Leben. Er hat... Und 180 Milliliter Mensch. Der hat auch 5500 HP. Das sind aber scheiße, die Werte dann doch wieder. Also, nö, also wenn er da jetzt noch einen guten Roll drauf kriegt, dann könnte der 240 Milli-Damage und, ja, keine Ahnung, so 600, 700, vielleicht auch 800 Life bekommen. Also 261 haben die Babys ja an Milli-Damage. Ja, aber ungeimprintet. Ungeprintet. Ja, also ich. Die zwei 5000er sind eigentlich interessant, ne, Hippo? Hier das neue 5000er. Aber ich möchte einfach festhalten, zwischen dem ungeliebten Wurf und dem zweiten Wurf ist kein Unterschied. Ja, das ist ja das genau, was ich auch meinte. Wir haben bei den Babys von den von diesen ach so hohen Spinos bisher kein Glück gehabt. Also unsere, die da jetzt rauskamen, die machen ja trotzdem ganz gut Schaden. Flammendrache weist darauf hin, dass Koya in seinem Update-Video erzählt hat, dass die Spinos jetzt Fisch lieben. Richtig. Vielleicht hilft euch das weiter? Fisch-Prime-Meat bräuchten sie, ja. Aber das haben wir nicht und da kommen wir jetzt so schnell auch nicht dran. War das nicht einfach nur oder ein Schaf in der Nähe? Einen großen Curl umklatschen und den mit der Sichel dann ernten? Nee, einen großen Curl? Also du kannst es probieren, aber... Ja, ich habe keine Sichel da. Ja, gehe ich mal von aus. Nee, normalerweise muss es was Größeres sein als ein Curl. Ich glaube, du brauchst diese Lachse da. Ja. Das ist so typisch klar. Ja, das ist doch ganz einfach. Da musst du nur einfach kurz hier so einen Curl töten und dann nimmst du den mit der Sichel. Ja, dann mach mal eben. Ich hab keine Sichel. Das ist ja so ein Typ. Das ist immer. Das ist immer so. Durch den Crime, der bekommt ein Fish Prime. Ach ja, das ist vielleicht eine Überlegung. Sabertooth Salmon, ja. Fish Prime.
Durch den Grinder bekommen wir das. Da brauchen wir, glaube ich, nur normales Fischfleisch für. Fleisch. Fischfleisch, ja? Das kannst du ja schon aus dem Fisch angeln. Raw Prime Fishmeat, dafür brauche ich. Ja, gut, dass ich das gerade beim Spino alles weggeworfen habe, was ich hatte, ne? Ja, sehr gut. Nicht? Fantastisch. Ei, dann hole ich mir das mal eben. Moment. Komme ich da dran von hier? Raw Fishmeat. Raw Fish. Ne, komme ich natürlich nicht dran. War ja. Fische raus! War ja klar. Laufen immer noch im Stream-Chat ist irgendwie, ja. Ne, die. Vom Winde aber, verbritzt, fand ich sehr schön gerade. Ja, Filmtitel mit Britz. Ist da gewesen, bin mal gespannt. Kann unter YouTube gerne fortgesetzt werden, ja. Filmtitel mit Britz. Also, er hat Winde verbritzt ist ein gut. Drittel Betäubung verloren. Du hast keinerlei Betäubung dabei? Nein, ich könnte ihm höchstens nochmal einen Dart reindrücken. Das hätte ich dir mal geben sollen, den. Ja, hättest du tun sollen, ja. Soll ich schnell zurückkommen? Ja, nee, wie gesagt, er hat erst ein Drittel verloren, also. Na gut, ich gebe mir Mühe. So. Solltest dich dann halt. Ja, ich muss jetzt erstmal Prime Meat herstellen, aber ich versuch's. Ich komme dann mit dem Drachen, da geht's eh schneller. Genau, ja, das kannst du tun. Ich würde jetzt mal zur wichtigsten Frage des Tages kommen. Oh, hä? Ritz. Hat denn schon jemand einen Osterdödi gesehen? Nein. Nein. Ehrlich, wirklich noch gar nicht. Also ist jetzt nicht. Oder wird hier mir schon wieder was verheimlicht? Nee, es geht wirklich nicht darum, dir was zu verheimlichen. In der Tat, nein, nicht gesehen. Ich habe auch keinen gesehen. Aber ich bin auch schon seit Stunden im Puff. Ja, wird teuer. Naja, nur drin hocken kostet ja nichts. Ja, aber nicht irgendwann Getränke bestellen aus lauter Verzweiflung. Hä, warum stellt er nur einen her? Ich will 100 herstellen. Raft Amount nochmal. Hä? Das ist irgendwie verbuggt, das Ding. Das kannst du nur einzeln herstellen. Ja. Auch wenn ich A drücke, passiert da nichts. Ich muss die Dinger gerade einzeln herstellen. Was meinst du, wie viel wir brauchen? Keine Ahnung. Also ich denke so. Ja, keine Ahnung. Mach mal so 20, 30. Hä? Ja, zur Sicherheit, weil ich weiß nicht wie. Also, ich bringe einfach noch ein bisschen Hammel mit. Weil Fischfleisch ist ja eigentlich nicht sonderlich effektiv. Ja, er mag halt Normalfleisch. Fischprime vor allem anderen jetzt. Ja, schon, aber ich weiß nicht, ob sich das dann auch technisch niederschlägt. Bring noch Hammel mit, dann geht das. Ich habe jetzt nur so 10 Prime. Keine Ahnung, ja, oder 12 oder so. Schauen wir mal. Ja. Vielleicht reicht's ja auch. Ja. So. Übrigens, da fällt mir gerade auf, er ist mit dem letzten Dart umgefallen. Fantastisch. Mal wieder eine Punktlandung. Ja. Und nu, Sinde? Ja, und nu? Gucken wir uns die schönen Spinus an. Ja, ich fand die Eier auch spannend. Ihr könnt auch mitkommen zum Zähmen. Ja, nö. Hast einen hübschen Bull wieder auf der Schulter. Ne? Ja, habe ich aber schon lange. Wie heißt er nochmal? Nee, das ist einfach, der hat keinen Namen, den habe ich mal gefunden. Der ist echt hübsch. Ja, Osrami steht da hinten irgendwo rum. Das ist echt schön. Osrami ist jetzt ausgemustert oder was? Der ist schon lange ausgemustert. Mit dem weißen Bauch und dem weißen Rücken, ist echt schick. Der ist noch, Der hat noch anderes Fleisch drin, gut. Der Feuer. Ist noch, ne, hier, ne, 100 Feuer. Watt, weißt du, das ist, Der ist der neue ist LED. Feuerwehrrot, nicht Ziegelrot. Das ist genau. Backsteinrot. Bibu-rot. Was? Ach so, ja, Bibu-Backsteinrot. Genau so. Ah, oh Gott. Oder Bibu. Aber Bibu ist nicht rot. Nee, das stimmt. Bibu ist blöd. Guck, ich bin so herrlich überladen, das ist unglaublich. Oh, hier ist die Alpha-Krabbe, hier nicht landen. Also verhungern kannst du hier jedenfalls nicht. Die Spinus legen Eier wie die Verrückten. Ja, hier noch ein bisschen Schnupfen. Ja, hallo, bei denen, also ich meine, das ist ein Puff. Was willst du da jetzt, also? Wir brauchen kein Leder, oder? Davon haben wir genug. Ja, nee, das brauchen wir nicht dringend. Ich glaube, mittlerweile brauchen wir wieder ein bisschen was. Echt? Weil jetzt habe ich es getroffen, so ein Pech immer aber. Weggeschmissen haben.
Ja, aber nicht dringend. Also das holen wir auch so schnell. Ja. Ja, einerseits richtig, aber andererseits, wir haben jetzt ein paar hohe Blueprints, die dementsprechend auch... Das ist richtig, ja. Ich habe auch immer ein bisschen mitgenommen. Ich habe es auch nicht weggeschmissen jetzt zuletzt. Ja gut, dann bringe ich es ab jetzt mit. Ja. Da kommt er ja eingewatschelt. Wo? Du bist genau neben mir gelandet. Dachte ich mir doch eigentlich. Ach, da ist er ja. Genau. Hi. So. Dann kriegt er mal ein bisschen Fish Prime. Mal gucken, ob er durchgeht gleich. Da, ich glaube, hier kommen wir aber durch. Weile durfte er gut Hunger haben. Sag mal, atmet man schon die ganze Zeit immer so in seinen Helm da vorne rein? Ja. Nur wenn du diesen Dingshelm aufhast. Den, Hazard Suit. Also, meine Frage lautete, atmet man schon immer so in den Helm vorne rein? Sicher, ja. Dann sagst du mir, ja, nur wenn man den Helm aufhat. Nein, den Hazard-Helm, wenn du den, Hazard. Ja, schon klar, der andere hat halt vorne nichts. Richtig, deswegen schnaust du den auch nicht rein. Aber es fällt mir auch erst das erste Mal auf jetzt. Also vorher ist mir das auch nicht aufgefallen. So, Trank kriegt auch gerade rein. Augen. Kennt ihr das? Man muss sich erst... Oh nein. Man muss sich immer erst langweilen, bevor man sowas merkt. Moment, ganz kurz. Scheiße. Es ist in meinem Video dokumentiert, dass ich einen Dödi angegriffen habe. Was? Unglaublich, wie kann er nur... Ja, jetzt bist du unten durch. Ja. Das geht ja mal gar nicht. Nee, Dödi geht auch nicht. Quäler. Bist du noch immer im Anfängergebiet unterwegs, Matze? Nee, ich bin mittlerweile in eine andere Richtung raus. Im Anfängergebiet war langweilig. Okay, weil das Anfängergebiet hat halt viele Dödis. Ja, aber als ich da einmal durch bin, war keiner da. Oh. Ich habe auch keinen gesehen. Aber ich habe das ja einmal durchgekaut. Hast du bei uns oben mal, bei uns oben auf der Fläche sind auch immer ganz viele, wo Xar oben die Stachel aufgestellt hat. Da warst du auch schon. War ich vorhin, ja. Da war auch nichts. 50 Shades of Britz. 70 hat er jetzt, 70%. Der geht durch ohne Narcotics. Ich habe schon 30 Narcotics reingehauen. Achso, okay, ja gut, aber sollte reichen. Naja, mal gucken. Naja, nö. Dafür, dass ich so viel reingehauen habe, ich hau nochmal rein. Weißt du, davon haben wir so viele. Immer kein Risiko ein. So, schauen wir nochmal genau auf die Werte. Die 3,5, genau, und die 180, 700 Stamina, was hat denn der viel? Food ist recht viel. Ja, Food ist ein äußerst wichtiger Wert. Oh ja, guck, jetzt hat er noch eins gegessen, perfekt. Was ist jetzt los? Blauer Dödi, gelbe Flügel, roter Kopf und Osterhasenohren. Oh mein. Dödi mit... Dodo. Ach, Dodo, ich wollte gerade sagen, Dodo, Flügel, Osterhasenohren? Nein, sorry, ich komme hier gerade durch. Nimm mit. Was, soll ich? Ja, nimm mit. Ah, nee, geht kann man aber nicht zähmen. Nee, sind ja die Osterhasen, nee, gehen nicht. Die sind nicht zähmbar? Nee, die sind nicht zähmbar, die kannst du nur mit einem Grappling-Hook schnappen und bei uns in die Basis schmeißen, dass die da wild rumlaufen. Mach ich das doch. Hast du einen Grappling-Hook? Ja, zufälligerweise. Ja, dann fliegst du? Ach nö, du kannst auch hinter dir beim Reiten herziehen. Du musst nur aufpassen, dass das nicht wie eine Angelschnur funktioniert. Einfach reinhauen, oder was? Einfach reinhauen und dann hinter dir herziehen, wie so ein Mobile. Oh, fies. Ja, ist voll fies. Und wenn du dann in der Basis bist, kannst du auch wieder loslassen. Aber, ach, Grappling Hook, was hab ich denn? Kletterhaken, hä? Ja, mit dem Kletter... Kletterpickel. Oh Mann. Kletterpickel im Kopf. Funktioniert nicht, komisch. Boah, ist der schön, oder, Xa? Nee, Crappling Hook hab ich gar nicht dabei. Enterhaken. Ah, das Vieh ist so cool. Ich hab noch nie auf dem Basilisken gesessen. Das ist wohl total klasse. Ist super, oder? Du darfst wirklich, musst nur saumäßig aufpassen, dass du keine Klippe runterdonnerst. Ja. Da sind die ganz schnell ganz futsch. Mega. Aber die machen richtig Laune, ja. Komm schon, ist das nächste. Müsste er schon durch sein sogar. Oder waren mal vier? Ja, hat er, ja, dann müsste er durch sein. Oder nee, es war bei Pan 60, jetzt 78. Nee, geht auf 90. Ach, verdammt. Mach das Ding nicht kaputt da unten in Dodo, ja? Sinde? nein, ich mache ja gar nichts. Wenn du mit dem Basilisken zubeißt, Sinde, erstens, wie schnell das ist. Und zweitens, wenn du mal Rechtsklick machst und das auch ganz schnell schießt, dann machst du so eine Fernkampfattacke, die macht richtig Schaden und du kannst es sauschnell raushauen und verlangsamt noch die Gegner. Und meine Nase geht total zu. Oh! Entschuldigung, Dodo.
Klingt bald ein bisschen komisch. Wer rotzelt denn da rum? Niemals, so jetzt mache ich nicht. Boah, Ausdauer hat er aber viel, hä? Ja, und schau mal aufs Gewicht. Fump. Entschuldigung, ich wollte dich nicht grillen, doch wollte ich. Cool. Basilisk ist einfach nur genial, ja. Habe ich eigentlich noch für den Müll in meinem... Ach, das ist noch von unserer Loot-Tour. Ah. Also da du eigentlich für jeden Dino immer Müll hast... Hier! Überhaupt nicht wahr. Ich bin ach, einer doch. Der wenigen, der hier die Dinos immer aufräumt. Ach übrigens, das war glaube ich gar nicht in der Folge hier. Den Bulbi habe ich schon gezähmt. Ist er nicht schön? Ja, er ist schön. Ja, ist nicht schön. Hallo, der ist rot mit schwarz oben und gelben Tupfen. Die Sinne klingt ganz wild. Hilfe, lass das! Sinne, du machst jetzt nicht den Basilisk kaputt. Hilfe! Du Arsch, lass das! Sinne bei der Arbeit. Victor! Du, mehr fester Kissen hilft nicht. Hast du das nochmal kommen sehen? Alles gut. Das klingt aber nicht so. Herzinfarkt. Nein, ich lebe noch. Und der Basilisk auch. Gib der Frau kein Tier. Wieso? Ich lebe doch. Alles gut. Meist Katzen aus dem Fenster. Federt deiner Maus. Aber cool, das Vieh. Der macht Spaß. Ja, ne? Oh, und was hat das für Werte? Level 173 ist er. Und Level 4400 Leben und 313 Damage. Das ist mega. Krass. Das ist richtig mega. Den müssen wir unbedingt verpaaren. Was ist es denn? Männchen. Wir brauchen einen Namen, Leute. Wir brauchen einen Namen. Nimmst du den auf Follow mit? Jo, kann ich machen. Achte gut auf ihn. Ich vertraue ihn dir an. Sinde, hast du was zu beichten? Nein, wieso? Weil der Dodo nicht mehr da ist. Wow. Welcher Dodo? Der Blaue. Den müssen wir jetzt unbedingt verpaaren. Dem du vorbeigegangen sein musst. Ich habe keinen Dodo getötet. Wenn, dann war es der Basilisk. Ich habe da keinen gesehen, ganz ehrlich. Da vorne ist, also wenn, da vorne dann war es keine Absicht. Wollen wir den Alpha dann gleich killen? Dann kriegt der gleich Lenny drauf. Ich würde aber ohne Sattel möglichst nicht mit ihm kämpfen wollen. Ach so, ja, okay. Stimmt, mit Sattel. Dann bringen wir ihn erst nach Hause und dann... Ja, zudem ist er geritten eh oder soll ich eben einen Sattel holen? Kannst du auch eben einen Sattel holen. Weil das Ding ist, dieser Basilisk versperrt, dieser Alpha versperrt uns halt einen Weg. Da ist er noch. Oh, Gott sei Dank. Ja, nö, also man kann ja sicher auch dran vorbeilaufen, oder? Nee, der ist an der schmalen Stelle, wo die Schlucht so ist und unten nur Fluss. Also der ist halt immer sehr beschäftigt. Es kann sein, dass es geht mit dem Vorbeilaufen, ja. Oh, hier ist noch ein gelber Spino. Wessen ID Tier? So, Männer. Achso. Wer hat ein Ei verloren? Die Frage war nicht gut. Jetzt mal durchzählen. Jetzt mal kurz durchzählen. Eins, zwei, drei. Ja, alle da. Drei? Oh Mann. Wie war das mit den Filmzitaten? Guten Tag, ich hätte gerne drei Eier. Ja, wer nicht? Noch. Ach ja, das war's wieder mit der Monitorisierung. Warum greift mich der Dodo in der Basis jetzt plötzlich an? Ah, ich scheiß auf Kohle. Hast du irgendwas Wildes? Ja, ich sag ja, der wilde Dodo, der Osterdodo. Und der greift dich an? Ja. Ja. Ja, du hast ihm wahrscheinlich eine Grappling-Hook in den Kopf gehauen, oder? Ja, schon. Hat er auch noch drin. Das gefällt ihm nicht. Ja, dann könnte das vielleicht eine Erklärung sein, dass er da... Wir kriegen das Ding wieder raus. Rechtsklick oder sowas? Irgendwie, probier mal. Nö. Ja, dann probier mal nicht. Dann steck einfach mal die Waffe weg. Mit Q. Aus der Hand legen, die Waffe. Ach, Basilisk lebt wirklich noch. Ich bin beruhigt. Ich komme dir entgegen, Xa. Nee. Der hört nicht auf. Der Haken ist immer noch drin. Ja, dann. Mistviech. Matze stirbt jetzt vom Dodo. Ja, ich bin jetzt aber an der Kappe schon vorbei. Ich kann auch voll heimkommen. Achso, ja, dann komm heim. Oh, okay. Dann mach das so. Ich würde sagen, in unsere Babys, geht's dir gut? Ja. Aber. Wo sind denn die? Wo sind denn die Babys? Stehen sie noch drin? Ja. Ey, was leuchtet denn da?
Was ist denn hier die so? Die war nicht zufällig langweilig oder so. Nein. Ach, Hippo hat sie. Ja, schön. Er hat sie garniert. Mann, jetzt hat mein. Mein Spino hat den Dodo getötet, weil er auf neutral stand. Ja. Ja, schön. Ah, die haben gar nicht so schlechte Werte bekommen. Das war sein Ei, das ich geklaut habe. Jetzt weiß ich, was los ist. Die haben gar nicht so schlechte Werte, die Spinos, die er da aufgezogen hat. Mit 5500 Leben, unsere hatten, glaube ich, 4,8 oder so. Also, ja, die anderen hatten immer 3,7. Die 5er sind jetzt bald auf Hippie. Auf Hippo. Auf Hippie. Auf Hippie geprintet. Auf Hippie. Die neue Designer-Droge auf Hippie. Also halt mir fest, er wollte einfach nicht hier leben. Ne, du wolltest ihn. Ja, so könnte man das auch ausdrücken. Das nennt ja sich klassische Ausrede, ja. Wäre dann aber gelogen. Ja. Und, liebe Sinde, warum weißt du, mir, wie man das nennt? Schon. Kennst du dich damit etwa aus? Ich? Wieso? Ich habe ein Lexikon. Ach ja. Lesen gefährdet die Dummheit. Genau. Könnte das... Ach Mann, der hat jetzt schon wieder einen Leuchtstick auf mich draufgeschmissen. Dass wir hier zu viele Dinos haben mittlerweile? Ich weiß nicht, ich kann mich gar nicht mehr bewegen hier. Ja, das kann durchaus sein. Wir müssen mal ein paar Stapelregale bauen, so, ne? Nee, wir müssen einfach mal ein paar aussortieren. Eiskalt. Wir müssen auch langsam die Folge beenden. Was? Um Gottes Willen. Okay, dann machen wir das. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Mal gucken, ob wir dann vielleicht andere bunte Dinos finden. Ich weiß ja gar nicht mehr, ob der Spino, den wir da haben, jetzt wirklich ein Osterspino ist oder ob das Rot da noch normal ist. Aber es also, sieht so. Den ich vor deiner Umstellung gesehen habe, sah eigentlich genauso aus. Ja. Aber das erklärt ja jetzt nicht, ob das... Ja, aber da war noch kein Oster-Event aktiv, von daher... Ach so. Da war noch kein Oster-Event aktiv. Ja, dann ist es vielleicht sogar noch eine normale Farbe, das Rot. Aber es scheint mir so knallig, also so kräftig. Wie auch immer, nee, ist schön. Ist dunkles Rot eigentlich. Also das würde ich eigentlich als normal ansehen. Er ist schön. Und wir werden jetzt noch Oster-Dinos hoffentlich finden demnächst, die auch einen tauglichen Level haben und ganz wunderhübsch sind. Und Matze kriegt noch Oster-Dödis. Ja, auf jeden Fall. Vorher höre ich heute nicht auf. Habe ich befürchtet. Ja, klar. Ja. Hallo, ich hab Erwartungen zu erfüllen, ich bitte dich. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Tschüss.